Was geht, Corey hier? Was machst du da? Was geht, Corey hier? Und heute habe ich einen Gast dabei, und zwar mein Bruder. Wayne, dein großer Bruder, aus Köln, verheiratet, 4 Kinder und noch eins unterwegs. Was? Was? Wir haben uns heute gedacht, dass wir euch zeigen, was es für unterschiedliche Bibelleser gibt. Es gibt einmal die Leute, die einfach konzentriert eine Bibel lesen können, und dann gibt es die Leute wie ich, die etwas lesen und es sofort wieder vergessen. Und das wollen wir anhand von witzigen Clips euch zeigen. Gibt es noch was zu erzählen? Viel Spaß. Nichts ist mir unmöglich durch Jesus Christus. Jesus starb für unsere Sünden. Er starb für uns. Ich hätte verdient zu sterben, aber nicht Jesus, der war so ein toller Typ. Und er ging hinaus an den See. Warte mal, hä? Geht er jetzt an den See? Oder fährt er dahin? Oder? Ich check's nicht. Und er wurde ausgepeitscht! Sechseinhalb Stunden später. Viele werden sagen, habe ich nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und ich werde ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Hast du das schon mal gelesen? Und er brach das Brot. Nein. Und er ging in die Synagoge. Und er berufte die 12 Apostel. Aber du musst hier das Wort Apostel nochmal gucken. Das ist nicht einfach nur Apostel. Das heißt noch viel, viel, viel mehr. Du musst dafür das griechische Wort, das hebräische Wort, das arabische Wort, das aramäische Wort, das deutsche Wort, das englische Wort, das spanische Wort und das italienische Wort dafür googeln, damit du herausfinden kannst, was er wirklich hier in dieser Szene gemacht hat. Wir wollen heute hören, was Jesus so gesagt hat. Schlag mal Matthäus 5 auf. Und er ist auferstanden. Oh, das ist so hart.
diesen Mann geheilt. Oh, das war's schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Was für ein Bibelleser wärst du? Ich wäre der auffällige Leser, der in der Bahn so richtig deutlich zeigt, dass ich lese, damit ich mit Leuten vielleicht ins Gespräch komme. Ich wäre eher der, der beim Lesen einschläft. Ja, das war's dann für heute wieder. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, Corey hier. Wayne da. Alles klar.